bist du schlecht, Alter? Digga, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach umgefallen. Das war gerade, glaube ich, ein Bug oder so. Ja, bis dahin habe ich es auch geschafft, ne? Okay. Ja, komm mal, ey, bleib mal stehen, wohin? Ey, wohin mit dir? Hä? Ja, ich bin gerade, guck mal, ich hab's einmal fürs Try. Oha. Hey, warte mal. Hä? Also warte, das war jetzt zwar gerade schlecht. Also ich hab gewonnen jetzt, glaube ich, sogar, ne? Ja, verdammt ehrenlos. Ey, wie konntest du das tun? Das war ein Hack oder sowas. Hä, nein. Ich bin einfach ins Ziel geflogen. Hast du nicht gesehen? Doch, ey, mein Bruder Selmak, der hat mir alles erzählt. Stimmt. Du bist dieser Junge, dieser Hacker. Und damit, Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem erneuten Summerguys-Video. Und heute habe ich mir wieder mal was extrem Nices rausgesucht. Und zwar bin ich wieder durch meine Insta-DMs gegangen. Und ich habe da wieder eine nice Nachricht gehabt. Denn ich weiß nicht, der ein oder andere von euch kann sich vielleicht noch an das Video erinnern, wo ich mir einen Summerguys-Trainer gekauft habe. Beziehungsweise wo mir ein Summerguys-Trainer auf Instagram geschrieben hat. Und der war ja schon ziemlich teuer, war auch ziemlich lost. Und tatsächlich habe ich hier wieder eine Anfrage von einem Summerguys-Trainer. Und er hat mir geschrieben, das soll angeblich der Bruder sein, der große Bruder zum alten Trainer. Und der ist sogar noch teurer. Haltet euch fest, Leute. Der möchte, der hat so ein Paket, so ein Gesamtpaket. Und der möchte für sein Teaching, für seinen Kurs, möchte er 500 Euro haben. Also, ich bin mal gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall noch nicht überweisen. Ich werde mir das erstmal anschauen. Erstmal, wir enden uns jetzt gleich auf jeden Fall. Werden wir schauen, Leute. Deswegen lasst mir dieses extravagante Video sehr gern mal 6 Likes da. Schaffen wir 6 Likes, Leute. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, wir gehen ran ins Video. Let's go! Und jetzt ganz kurz, bevor das Video startet. Wer es noch nicht wusste, ich habe mir einen Zweitkanal erstellt. Und da ist heute ein extrem nices Video online gekommen. Das heißt, wenn ihr dieses Video zu Ende geschaut habt, klickt danach gerne auf den ersten Link in der Beschreibung. Oder geht bei YouTube einfach Team Lumex ein. Und schaut euch da mal ein neues Video an. Wir werden ab sofort auch täglich neue Videos kommen. Checkt das Ganze ab und jetzt weiter mit dem Video. Let's go! So, ich bin jetzt hier gerade noch dabei, den Kollegen zu adden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der hat mir jetzt gerade seinen Namen geschickt. Ich habe ihn jetzt eigentlich schon eine FA geschickt. Er müsste es jetzt eigentlich nur noch annehmen. Ich glaube, das ist er. Leute, ich glaube, das ist er. Okay, ich habe ihn geaddet. So, okay, ich gehe jetzt mal in den Call rein. Ich call mal. Okay, so, ist er das? Nee, das war der Falsche. Ah, der ist schon im Call. Okay, ich muss nur noch beitreten, Leute, okay? Wir treten dem Call bei, Leute. 3, 2, 1. Hallo, bist du da? Ey, Lumex! Jo, was geht? Ich hab gesehen, du hast mir auf Insta geschrieben, richtig? Und du meintest, du bist der große Bruder vom letzten Trainer, richtig? Ja, ja, hier 250 Euro überweist du mir oder 499, wie viel das nochmal war. Und dann trainiere ich dich, okay? Ach, du willst es, du willst jetzt das Geld doch haben. Ich dachte, erst nach dem Training. Mal erstmal das Geld und danach das Training. So läuft das bei mir. Bro, also jetzt, ich soll dir jetzt 250 Euro jetzt. Wenn das Training nice war, kriegst du die anderen 250 am Ende. Ist das ein Deal? Ja, okay, machen wir das so. Okay, machen wir das so. Das ist ein guter Kompromiss. Schick mir ganz kurz mal dein PayPal, dann überweise ich dir das ganz kurz, okay? Ja, ja, mach ich. Hier, kein Problem. Ich bin ganz kurz gemutet, Leute. Ich überweise denen jetzt 250 Euro. Das wird so dumm. Okay, Leute, ich drücke jetzt. Oh Gott. Ich hab's abgeschickt. Ich ermute mich, warte. So, Bro, schau mal bitte, ich hab's jetzt abgeschickt. Müsste jetzt gleich da sein, okay? Mhm, warte, einen Moment. Okay, ah, da ist ja mein Geld. Ja, Bro, okay. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehlkauf. Ich hoffe, du kannst mir ein bisschen was beibringen, weil ich bin nicht der beste Spieler, musst du wissen, ne? Ja, wenn du willst, wie können wir uns ja schon mal adden jetzt hier, ne? Gib mir mal einmal deinen Summerguys-Namen, dann adde ich dich nämlich schon mal. Ja, okay, warte, ich schreib dir den, aber bitte nerv mich nicht so krass, okay? Okay. Also, du willst mir deinen Summerguys-Namen schicken, richtig? Ja, hier. Bro, aber soweit ich weiß, man kann sich hier doch gar nicht adden. Ja, egal. Egal. Ich meinte, wir gehen jetzt zusammen in eine Gruppe und dann spielen wir 1-1. Ich will erstmal schauen, wie gut du bist, okay? Ach so, okay. Ja, dann mache ich eine Gruppe für uns, okay? Machen wir so. Bin gemutet, Leute. Wie lost. Der wollte mir einfach seinen Namen schicken. Wie lost, okay. Ja, bist du, okay. Reukri, okay. Dann drücke ich mal auf Spiel starten, ne? Boah, also ich bin jetzt ehrlich nicht so gut, ne? Das wird klar, das hat mir auch schon Zenrak erzählt. Der hat erzählt, du bist einfach schlechter als weiß ich was. Egal, müssen wir gar nicht drüber reden, oder? Ja, ich weiß nicht. Du kannst mir vielleicht direkt mal so ein paar Tricks zeigen. Oder erst muss ich wissen, wer bist du eigentlich? Welchen Skin, auf welchen Skin muss ich hier achten? Junge, ich bin der Nikolaus. Der Nikolaus? Was ist denn der Nikolaus-Skin? Welchen Skin hast du? Wer bist du? Hey, weißt du nicht, wie der Nikolaus ist? Ey, du bist ja komplett verloren. Welchen Skin hast du denn? Ja, den Santa Claus, der mit der Mütze. Den roten. Ach, da vorne der Santa Claus bist du. Ja, ja. Sag mal bitte, was muss ich machen so als erstes? Was ist so ein guter Tipp jetzt auf der Map jetzt hier, bitte? Sag mal. Erstmal, es gibt sowas, das nennt sich Springen. Ja?
Du drückst die Springtaste und dann springst du. Das habe ich auch schon gelernt zu springen. Okay. Ja, Was kann ich noch so machen? Warte mal, welcher Skin bist du überhaupt? Ich bin hier dieser Ninja, schau mal. Ich habe hier so einen blauen Ninja. Ich bin jetzt gerade hier hinter dir, schau mal. Wo bist du? Ich bin hier dieser blaue Ninja, schau mal. Ich laufe jetzt hier gerade. Ich muss jetzt hier ins Ziel rein, richtig? Ja, aber warte, ich zeig dir den Trick, wie man ins Ziel reingeht. Guck mal, man muss hier so auf dieses Teil springen und danach. Ich gehe einfach so ins Ziel. Ja. Warte mal, ich glaube, du hast dich. Bist du jetzt weiter? Ja, Du bist jetzt, glaube ich, rausgefallen gerade, kann es sein? Nein. Ja, ich bin rausgefallen, um dir zuzuschauen, ob du wirklich gut bist. Ach so. Ja. Okay. Verstehe ich. Leute, ich bin gemutet. Was war das denn? Der ist ja so lustig. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz aus der Runde raus. Wir machen eine neue Runde. Aber die ist ja komplett lustig. Leute, wir machen jetzt gerade die nächste Gruppe. Ich werde mich jetzt allerdings gleich in der Runde einfach unsichtbar machen. Den dann ein bisschen abfacken. Bin mal gespannt, wie er darauf reagieren wird, okay? Ich werde mich einfach unsichtbar machen. Ihr wisst es, ich kann das. Und dann boxen wir mal die ganze Zeit ein bisschen. Das wird so funny. Let's go. Wir starten die Runde. So, okay, ist in der nächsten Runde. Du bist wieder hier dieser Weihnachtsmann-Skin, ne? Ja, direkt ganz vorne. Man kennt ihn nicht anders. Ich bin jetzt hier gerade dieser grüne Skelett-Skin. Siehst du mich da hinten gerade? Ich sehe dich. Du bist ganz hinten. Ja, war ja zu erwarten, ne? Ja, du bist aber gerade ein bisschen toxisch. Das ist nicht so korrekt von dir. Ich bin halt nicht der beste Spieler, weißt du? Entspann dich, Junge. Ich sag doch nur hier die Fakten, Alter. Man sieht ja, dass du schlecht bist. Ja, aber ich will ja, dass du mich trainierst. Dafür habe ich dich ja gekauft, oder nicht? Also ich habe ja gerade. Also bisher, zeig mal her, wo bist du denn? Haben sich die 250 Euro nicht viel gelohnt. Ich weiß, wo bist du gerade, ist die Frage. Ich warte auf dich. Du warst doch ganz hinten, oder nicht? Ich war dieser grüne Skelett. Ich war ganz hinten eben noch, ja. Dann komm mal zu mir. Ich warte hier auf dich, Digga. Ich werde mich hier gleich nicht mehr qualifizieren, wenn ich noch länger auf dich warte. Ja, dann komm schon mal langsam runter. Du kannst hier unten auf mich warten, okay? Geh schon mal runter einfach. Ja, runtergefallen, ne? Schlecht, Alter. Was machst du da? Ich weiß nicht. Ja, okay, komm, ich geh runter, ich warte dort auf dich. Alter, was machst du überhaupt? Ich weiß es nicht, die Frage ist, was machst du? Ja, ich warte, bis du endlich mal hier runterkommst. Ja. Ja, bist du schlecht, Alter. Digga, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach umgefallen. Das war gerade, glaube ich, ein Bug oder so. Das hast du aber nicht gesehen, da hinten kommst du ja. Ja, komm rein, sonst qualifizieren wir uns nicht mehr. Ja, schlecht, ach, raus mit dir. Ja, also ich bin jetzt zwar raus, aber ich kann dir jetzt einfach ja zugucken. Dann kannst du mir da ein bisschen was erklären nebenbei einfach so, oder? Ein Ding mache ich natürlich hier. Dafür bin ich ja da. Also, auf was muss ich denn jetzt hier so achten in Game? Ich schau dir ja gerade zu. Was muss ich so machen? Was sind so ein paar Tricks, die du mir geben kannst? Guck mal, Tricks erstmal, ne? Guck mal, immer springen, habe ich ja gesagt. Ja. Okay, ey. Was passiert hier gerade? Alter, ich habe gerade vor was die... Was war das gerade? Das war jetzt kein Trick, ne? Hä? Warum bist du runtergefallen? Du bist ja voll kacke. Was denn? Hä, Bro, du bist gerade runtergefallen. Hä? Also, Bro, bisher bist du nicht so gut. Jetzt hör mal auf, hier so toxisch zu sein, ja? Aber du bist einfach ins Nichts gesprungen. Hä, das kann ich auch. Das ist der Trick, den kennen den meisten nicht. Aber wenn du ins Nichts springst, spawnst du woanders, ne? Guck mal, wenn du genau hier hin springst irgendwo, guck mal hier oder so. Das mache ich jetzt nicht, aber wenn du hier reinspringst, dann spawnst du im Ziel. Das ist der OP-Trick. Den kennt keiner. Keiner kennt den wirklich. Und 0,00001% kennt den. Ah, das ist ja. Krass. Nee, also krass. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren, auf jeden Fall mal. Ja, probier das auf jeden Fall aus, Alter. Ja, das ist, denke ich, ein ganz nicer Trick sein. Ja, und ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Hä, das Bro, warum springst du denn da rein? Das ist ja voll lost von dir. Ich bin da nicht reingesprungen, das sieht man doch. Es ist ein Bug. Ey, das Spiel, das funktioniert nicht. Ich versuch's die ganze Zeit... Ey, da ist irgendwas falsch, wirklich. Aber schau's dir an, ich bin 5. Platz und nur wegen den Bugs. Und eigentlich wäre ich voll schnell drin. Ah, okay. Ja, aber also, ein bisschen was lernen konnte ich bisher schon. Also. Ja, das ist gut. Das ist ja gut. Das ist korrekt. Und wenn du noch einmal sagst, dass ich schlecht bin oder so, dann raste ich komplett aus. Ich bin mein Schüler, ich bin dein Lehrer sozusagen, sagst du mir, dass ich schlecht bin. Jetzt Finale. Gewinnst du das jetzt hier? Ja, eigentlich schon. Du musst mir jetzt auf Blockdash gibt's auch so krasse Tricks. Erzähl mal, was muss ich so machen hier auf Blockdash? Auf was muss ich so achten? Also erstmal, ne, man darf dieses grüne Teil da nicht berühren. Das ist da, dieser Laser oder so, siehst du? Ja. Und wenn du es nicht berührst, Digga. Hä, Bro, du darfst nicht auf das grüne... Ich glaub, die boxen mich hier alle. Du darfst nicht auf das grüne drauf springen, das sonst wird man das für mich weggedingst. Komm ich raus. Ja, sonst fall ich raus hier. Hä, Bro, was machst du denn? Also, Bro, bisher ist dein Training nicht so gut irgendwie, sag ich dir ehrlich.
Guck mal, ey, pass auf, ich werde hier Erster und dann wirst du schon sehen, Alter. Schau mal hier, sind nur noch zwei Leute mit mir. Ey, was passiert hier gerade? Ey, ich glaube, das Spiel ist gerade voll am Backen. Ich glaube, ich bin zu gut für das Spiel. Ich sag dir ehrlich, es gibt Momente, in denen ich mir einfach denke, Bruder, ich bin zu krass für das Spiel. Digga, einfach das Spiel, es denkt sich so, ey, den müssen wir disqualifizieren. Wenn der nicht disqualifiziert wird, dann nimmt er das ganze Spiel hops und keiner schaut, wer Stumbleguy ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Digga, die spielen dann mein eigenes Spiel. Ja, also du bist gerade irgendwie alleine, Lobby, kann das sein? Ich bin alleine und ich habe gewonnen. Let's go. Aber das Spiel ist doch gar nicht zu Ende irgendwie. Wie jetzt? Hä, ja. Das ist nicht? Ja, ich habe das Spiel hops genommen, habe ich doch gesagt. Ach so. Okay. Geil. Nee, aber was macht man? Hier gibt's auch so, was muss man hier so machen? Hier gibt's da auch so Tricks. Irgendwie hier hochgehen, ja. Ich hab trotzdem aber, gewonnen, oder? Ich weiß nicht. Eigentlich musst du ja jetzt gewonnen haben, oder? Ja, habe ich auch. Ja, also hier steht, Lumex hat gewonnen. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gewonnen. Ey, wie hast du das Spiel gewonnen? Du willst mich doch hier verarschen, oder nicht? Hä, also Bro, ich sag dir ehrlich, irgendwie ist dein Training bisher nicht so gut. Ja, ich habe doch gewonnen. Das hast du doch selber gesehen mit eigenen Augen. Hä, nein, da stand aber gerade, ich habe gewonnen. Du bist ja rausgeflogen. Ja, da stand, Lumex hat gewonnen, aber ich habe gewonnen. Oh, ja. Es macht doch gar keinen Sinn, du warst überhaupt nicht in der Runde drin. Ja, das doch, egal, die war. Ja, okay. Ja, okay. Du hast recht. Ich bin gemutet, Leute. Ey, der Typ ist so lost, der checkt gar nichts. Ey, aber der ist voll sympathisch. Also, der ist korrekt, aber der ist lost. Und 250 Euro bisher dafür ist ja wirklich Bullshit. Aber okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde und ich werde dich richtig übertreiben. Ich werde fliegen. Ich werde so. Richtig übertreiben. Es wird so nice. Let's go. Okay, Leute, die nächste Map lädt jetzt gerade. Ich habe jetzt Taifu reingemacht und ich denke, ihr weiß von euch wissen, was jetzt kommen wird. Ich werde auf Taifu mit meinem Mod einfach mir die ganze Plattform anzeigen lassen und einfach First 2 drüber rennen. Es wird so nice. Ich bin auf seine Reaktion gespannt. Let's go, ich hier mit mich. Oha, schau, wir sind hier auf Taifu. Herum sind wir alleine. Voll alleine, ja. Alleine. Was denkst du denn wohl? Alle haben Angst vor mir, nachdem ich so abgeliefert habe. Gibt's ja auch Tricks. Also, wie komme ich jetzt am schnellsten darüber? Guck mal, das ist hier das Prinzip, ne? Das ist. Ja. Also, ich erkläre das kurz, okay? Okay. Das Prinzip ist einfach Glück. Ja, Glück. Okay, dann, ich die war richtig, schau mal. Mach mal weiter. Schaffst du es vielleicht? Es kann sein, dass du hier drin gut bist, weil du hast vielleicht nur Glück und bist gut, weißt du? Können wir so machen, wer zuerst, wenn ich eher drüben sein sollte als du, kriege ich 50 Euro Rabatt. Ja, einen Moment, ich mach das hier. First Try, schaust dir an. Ah, okay. Ja. Also. Warte. Bisher sah das irgendwie nicht so gut aus. Wow! Ey, hast du das gesehen? Ja, ich probier auch mal mein Glück jetzt, okay? Ich hab die Augen des Vertrauens. Bei mir ist alles... Ey. Ja, bis dahin hab ich's auch geschafft, ne? Okay. Ja, komm mal. Ey, bleib mal stehen. Wohin mit dir? Hä? Ja, ich bin gerade. Guck mal, ich hab's einmal fürs Try... Oha. Ey, warte mal. Hä? Also warte, das war mal, jetzt zwar gerade schlecht. Also ich hab gewonnen jetzt, glaube ich sogar, ne? Hello, ich hab wieder gewonnen. Schau mal. Hä, du bist ja voll kacke. Du hast einfach nur Glück. Das tut man nicht so. Hä? Was für Glück? Ich bin gerade First Try hier durchgelaufen, Junge. First Try. Ja, bisschen zu viel Glück, würde ich sagen. Bisschen suspekt, die ganze Art und Weise hier, wie du spielst. Also wirklich. Hä, also, Bro, komisch. Ich krieg jetzt 50 Euro günstiger, okay? 50 Euro? Für was? Warum? Weil ich besser bin bisher. Pass auf. Wir können ja noch eine Runde machen. Da kannst du dir zeigen, dass du besser bist, okay? Ja, okay, komm. Komm her, Digga. Mach ich ernst. Okay, Leute, die nächste Runde lädt jetzt. Ich werde dich wieder sichtbar machen. Ich werde jetzt meiner Mod wieder aktivieren, dass ich ihn ab und zu mal einfach freeze. Oder zum Beispiel ihn einfach seine Steuerung quasi spiegele. Oder seine Special Modes deaktivieren. Das wird so, so nice. Ich ermute mich. Wir nehmen ihn jetzt komplett hops, Junge. So, wir sind wieder auf Taifu. Oha, schau mal. Ja, wieder Taifu, ne? Jetzt zeige ich dir mal, wie das richtig hier geht. Schau's dir an. Oha. Schau's dir an. Oha. Schau's dir an. Oha, schau's dir an. Oha, oha, oha. So, Leute, ich bin gemutet. Ich will ihn jetzt ganz kurz freezen. Achtung. Okay. Dann lauf ich. Also. Ich laufe jetzt gerade ins Ziel. Ja, kannst du mich irgendwie. Ja, warum bewegst du dich nicht? Du musst ins Ziel kommen, ne? Ja. Hallo? Soll ich dir was sagen, was hier gerade los ist? Ich kann nichts machen! Du musst ins Ziel. Hä? Du bist. Hä, warum bist du nicht ins Ziel reingelaufen? Hä, was machst du denn? Also, es Bro. Es packt rum. Ich sag also dir, jetzt, es packt rum. Jetzt no front, ich bin aber ein guter Trainer, vertrau mir, aber bisher für 250 Euro bist du nicht so gut. Also, du bist nicht mal ins Ziel gekommen, Bruder, ehrlich jetzt. Ey, hier, guck mal. Jetzt müssen wir wieder eine neue Runde wegen dir machen. Ich hab noch nie so einen Bug gehabt. Das ist wegen dir. Oh, was für wegen mir? Ich muss jetzt wieder rauskommen wegen dir, weil du es nicht gebacken kriegst, dich zu qualifizieren, Junge. Ja, jetzt gibst du mir auf. Also, das ist. Komm, wir verlassen die Runde. Aber jetzt
Jetzt raste ich aus, wenn noch sowas passiert. Ey, das geht doch gar nicht. Ich habe doch nichts getan, dass das Spiel jetzt sowas mir antut, Mann. Okay, Leute, wir machen jetzt noch eine Runde. Ich werde jetzt mal so die ersten ein, zwei Runden einfach mal normal spielen. Das ist zu auffällig. Aber im Endgame werde ich einfach wieder fliegen und einfach alles zerstören, Junge. Okay, ich ermute mich. Ey, Mann. Bro, was muss ich hier machen? Gibt's ja auch Tricks, die ich machen kann. Ja, ich sag dir, ich habe gar keinen Bock mehr, dich zu trainieren oder sowas. Ich bin gerade übel traurig, Mann. Ich will dich nur trainieren und sowas. Und ey, das Spiel buggt die ganze Zeit rum. Ich habe irgendwelche Fehler im Spiel. Ich kann nicht mal mich bewegen. Ja, Bro, aber ich, das ist ja... Guck mal, ohne Fehler, ich bin direkt vorne. Siehst du das, wie das ein Profi macht? Ey, du musst genauso machen, wie ich geschaut. Ja, aber der Seite. Bro, bam. Ich finde das bisher keiner... Also, bisher habe ich ja nur 250 bezahlt. Also, ich finde das keine 500 Euro wert, um ehrlich zu sein. Das ist dein Training hier bisher. Ey, schau's dir an. Guck mal, die letzte Runde, wenn ich jetzt durchcarry, du zahlst mir noch die 250, okay? Wenn du das gewinnst, kriegst du die restlichen 250 Euro noch, okay? Okay. Schau's dir an. Bam. Ey, was? Hä? Ich war gerade irgendwie vor dir. Das warst du, ne, mit dem Ninja? Das warst du. Ja, das war ich. Ja, okay, aber ich muss ja auch den Schüler vorlassen ein bisschen, ne? Ja, ist egal. Wir gehen einfach ins Halbfinale rein, da kannst du zeigen, was du drauf hast. Ist die Heiz? So heißt Web doch, oder? Was muss ich hier machen? Ja, ich weiß, klar, hier Mann. So hier bin ich der Beste, du hast ja gesehen. Hier kann man irgendwie so durch hier irgendwie. Aber oha, ich will jetzt einfach hier oben, schau mal. Oh, ja, okay, und jetzt? Nicht was schlecht. Was muss ich jetzt machen? Es läuft noch links. Ey, wir hatten die Map schon übrigens, ne? Nicht, ah, das, okay. Weil du bist halt echt schlecht. Ja, okay. Ja, Ups, Lord, Das warst du, oder? Hör mir zu, bist du nicht der Ninja vor mir? Ja, aber wie habe ich das gerade gemacht? Wie macht man das? Hier! Ich habe das aus Versehen gemacht. Wie macht man das? Aus Versehen. Guck mal, woher hast du überhaupt diesen Emote? Ich dachte, du bist ein Noob. Hä? Hä? Komm mal her! Guck mal, was ich gefunden habe. Komm mal zu mir. Komm mal her. Ey, oh mein Gott. Bist du verrückt? Digga, was versuchst du da? Ja. Scheiße, Mann. Digga, ich habe mich gerade fast wegen dir nicht qualifiziert, ne? Machst du hier gerade Pranks mit mir oder sowas? Das sind doch so krasse Tricks, die macht man doch so als Pro. Aber doch nicht mit deinem Lehrer. Ja, du hast recht. Tut mir leid, ich mach das nicht mehr, okay? Wir sind jetzt hier auf Space Race. Oha. Ich bin gemutet, Leute. Ich werde jetzt hier mein Fly aktivieren. Das wird so gottlos. Ich lasse ihn ein bisschen vor, okay? Achtung. Christian, direkt nach vorne. Ich lasse ihn ein bisschen Vorsprung sogar, okay? Ein bisschen Vorsprung. Weil du bist ja so krass. Aber du bist nicht so krass wie ich. Deswegen würde ich sogar auf Ansage sagen, mein Bester. Ich bin hier vor dir im Ziel. Ey, wie geht's dir eigentlich so? Was machst du da? Wie geht's? Ich bin Erster. Erster? Also, ich glaube, ich bin Erster, mein Bester. Wie geht's dir hier? Ich sehe dich hier gerade. Schau mal, mein Bester. Ups, da bin ich vor dir, glaube ich. Was? Wo bist du gerade? Wie bist du da gerade nach vorne gekommen? Also, ich glaube, ich gehe jetzt hier ins Ziel rein. War das gerade ein Double Jump? Ist es im neuen Update oder sowas? Warte mal. Ich glaube, ich fliege hier gerade schon ins Ziel rein. Warte mal. Machst du gerade diese Fliege da rechts an meinem Bildschirm? Oha, ich habe gewonnen, Bruder. Ey, ich bin der Beste. Was hast du da gemacht? Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Du hast doch gesehen, ich bin im Ziel. Du siehst es doch. Hab doch gewonnen, das hast du doch gesehen. Ey, du bist ja verdammt ehrenlos. Ey, wie konntest du das tun? Das war ein Hack oder sowas. Nein, ich bin einfach ins Ziel geflogen. Hast du nicht gesehen? Doch, ey, mein Bruder Selmak, der hat mir alles erzählt. Stimmt, du bist dieser Junge. Dieser Hacker. Du bist dieser Hacker, oder nicht? Was für Hacker? Ich bin ins Ziel rein. Du kriegst deine restlichen 250 Euro kriegst du jetzt nicht, das weißt du, ne? Na klar krieg ich die. Nee. Ja, ins Ziel fliegen kann ich auch, aber ich bin ein guter Trainer, ich bin professionell. Ich spiele ohne Hacks. Ich muss dir ehrlich sagen, ein Training war echt kacke, muss ich ehrlich sagen. Egal, 250 ist auch okay. Ich glaube, ich ziehe auch die anderen 250 Euro zurück, weil dein Training war wirklich kacke. Kannst du mir zurückziehen? Das kannst du nicht machen. Dein Training war echt kacke, muss man sagen. Was? Ich zieh dir jetzt zurück und dann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag dann. Wir hören uns, ja? Leute, lasst mir dieses Video unbedingt. 9 Likes da. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, Kakao.